Ja, hallo Leute, willkommen zu Dirt oder Dirt Journey. Auch wieder ein einfaches Autospiel, wo man eigentlich nur R1 drücken muss und dann die Punktzahl von 20.000 erreichen muss. Und ja, das ganze Game kostet 1,49, kann gesteckt werden, anscheinend jetzt schon in 8 Stacks, das heißt einmal PS4 und PS5, EU, US, japanische und Asien-Version. Ich sag mal so, also japanische und Asien-Versionen sind nicht die gleichen Versionen, da gibt es verschiedene Regionen von, also japanische natürlich die japanische, aber Asien, ich meine damit andere Teile von Asien, falls das beim letzten Mal nicht so klar war, was genau damit gemeint ist. Gehört zwar auch, Asien gehört auch zu Japan, ja, aber damit sind andere Regionen gemeint von Asien. Ja. Das heißt, das Spiel könnt ihr dann 8-mal stacken. Leider kein Crossbar, deswegen müsst ihr alle Versionen einzeln holen. Aber ich glaube, es ist so allmählich klar bei diesen 1,49 Games. Davon kommt noch eine Nitro-Version, sollte glaube ich am Sonntag kommen, so 17 Uhr rum, 18 Uhr rum vielleicht. Nitro-Version kostet dann auch 3 Euro. Auch mit 8 Stacks wieder, aber jede Version kostet 3 Euro, also von daher bisschen teurer dann. So, wir fangen mal an. Hier R1 drücken, bei jeweils 1000 kriegen wir Trophäe, bis wir 20.000 haben. Und dann gibt es auch die Platin. Das hier ist sehr, sehr schnell, also ich denke mal hier in 1,5 Minuten ist man durch. Oh, vielleicht 2 Minuten. Und da sind wir schon. Dirt Journey Platin. Ja, sehr easy, einfach, besser geht's nicht, Preis stimmt.